Nachdem du angeschossen wurdest, hat mich Frau Dr. Spengler mehrmals darauf angesprochen. Wenn du jetzt ernsthaft glaubst, ich fange so eine lächerliche Gesprächstherapie an. Darüber werden wir nicht diskutieren. Ich bin kein Arzt. Was? Ich bin Krankenpfleger. Ich habe euch nur was vorgemacht. Geh mir aus den Augen. Deine Mutter hat eine Sepsis. Weißt du, was das ist? Ja, ihr Blutbild ist im Arsch. Alle hier arbeiten sehr eng zusammen, um das Leben deiner Mutter zu retten. Na gut, also, wenn Sie es mir versprechen. Melanie ist unser Kind. Du bist Melanies Vater. Mein Kind? Es tut mir aufrichtig leid, aber Ihre Organe machen das nicht mehr lange mit. Das heißt, ich werde... Ja, ich kann nichts mehr für Sie tun. Sie werden sterben. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihnen nichts anderes sagen kann, aber ich kann nichts mehr für Sie tun. Danke für Ihre Offenheit. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Schwer zu sagen, wenn Sie die Nacht überleben, dann morgen, übermorgen, maximal. Tut es weh? Ich werde natürlich versuchen, die Schmerzen von medizinischer Seite her so erträglich wie möglich zu gestalten. Ich muss mit Melanie reden. Wenn Sie wollen, dass ich mit Ihrer Tochter spreche, dann... Nein, nein, ich muss das selber machen. Ja. Wenn ich etwas für Sie tun kann, ich bin da. Carola, soll ich vielleicht mit der Melanie reden? Danke. Aber sie muss es von mir erfahren. Guck mal, du bist ja schon arg tapfer. Na gut, wird sie schon was dabei gedacht haben. Eine Bitte. Freilich. Kannst du dabei sein, wenn es soweit ist? Ich bin da, Carola, das verspreche ich dir. Für Melanie, sie ist noch zu jung, um das allein zu ertragen. Aus ihr. Wo soll sie denn hin? Sie hat doch sonst niemanden. Ich muss einen Platz für sie finden. Freilich, Carola. Freilich. Ich kümmere mich drum. Ich rufe das Sozialamt an, die Gemeinde. Hallo, kann ich bitte. Kannst du mich bitte kurz allein lassen? Mama, siehst du da irgendwas zittern? Mal ganz ehrlich? Dann sag mir einfach, was ich tun soll, um dir zu beweisen, dass meine Hand wieder völlig in Ordnung ist. Markus. Ich zweifle nicht daran, dass deine Hand physiognomisch gesehen nicht voll einsatzfähig wäre. Aber? Dein Zittern ist nicht vorhersehbar. Und deswegen ist das, was du tust, nicht berechenbar. Vor allem nicht im OP, Markus. Der Vorfall mit Berger, die Schussverletzung. Das ist eine Belastung für die Psyche. Was ist, wenn du doch traumatisiert bist? Das ist doch wirklich alles bitte nicht euer Ernst, oder? Markus. Du hast mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit die Regeneration deiner Hand vorangetrieben. Aber die
Die enorme psychische Belastung hast du komplett verdrängt. Du findest, ich habe einen Knall? Nein. Aber ich soll eine Gesprächstherapie machen. Ja, und zwar so schnell wie möglich. Bitte, Markus. Okay. Dann erzählen wir doch einfach dem gesamten Ärztekollegium, Dr. Markus Lindner kann nicht mehr operieren, weil er hat psychische Probleme. Nein. Ich werde sagen, dass du mich darum gebeten hast, dich vorläufig von den OPs zu befreien, weil deine Hand noch nicht vollkommen genesen ist. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Und erzählen wir dir noch einfach, ich bin ein Krüppel. Markus, ein kleiner Fehler, eine falsche Bewegung, das kostet Menschenleben. Keine Widerrede. Wie blöd. Ich versteh's einfach nicht. Das kann keiner von uns verstehen. Nicht den Tod, der gehört dazu, der Schatten zum Licht. Ich meine, Heparin. Heparin-Unverträglichkeit, da kann man doch drauf kommen, oder nicht? Ja, war doch alles da. Der Thrombozytenabfall, der hat ja ganz eindeutig drauf hingewiesen. Der Abfall war schleichend. Ja. Ein Rückschluss auf eine Allergie war nicht gegeben. Vielen Dank, aber es ist einfach mein Fehler. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Heparinallergie liegt bei einem 0.5%. Das kann ja sein, aber die einen sagen so, die anderen sagen so. Für den es trifft, sind es immer 100. Ja, wenn man die Krankheit kennt, ist es immer einfacher. Als verantwortungsbewusster Arzt hätte ich diese, wenn auch irrsinnig unwahrscheinliche Möglichkeit, einfach in Betracht ziehen müssen. Aus, Punkt, Ende ist. Ich habe Mist gebaut. Wenn Sie darauf bestehen. Wir sind alle nur Menschen, Roland. Überraschung. Was ist denn? Melanie, setz dich. Mama, was ist denn los? Was sagen? Gott hat einen Plan für jeden von uns. Auch wenn wir das manchmal schwer begreifen. Bitte, Mama. Und der liebe Gott hat entschieden, dass meine Zeit gekommen ist. Das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Doch. Ich muss gehen. Du hattest doch nur eine Hüftoperation. Mhm. Wo ist Dr. Bernheimer? Mama, du kannst doch nicht. Ich kann es leider nicht ändern, meine Kleine. Ich bin bei dir. Gib mir bitte mal das Kästchen. Ja, die Operation der Bauchspeicheldrüse ist wirklich mehr als dringend ratsam. Gibt es keine anderen Möglichkeiten? Medikamente, Spritzen oder was weiß ich? Nein, zum tausendmal nein! Ich hasse es, mich zu wiederholen, also stehlen Sie mir nicht weiter meine Lebenszeit. Oh, okay. Also, wir haben mehrere Untersuchungen bei Ihnen durchgeführt. Der Glukosetoleranztest, die CT, die Ultraschalluntersuchung, die Bluttest. Sie zeigen alle den gleichen Befund. Krebs, ich weiß. Ja und nein. Herr Adjar, wir müssen rausfinden, ob dieser Tumor gutartig oder bösartig ist. Aber das können wir nur, indem wir Sie operieren.
Ich will aber keine Operation. Meine Güte, seien Sie doch bitte ein klein wenig einsichtig. Auch die letzte Messung Ihres Blutzuckerwertes war, wie erwartet, mehr als niedrig. So machen Sie es nicht mehr lange. Dann geben Sie mir was dagegen. Das hilft aber nichts. Hören Sie, Sie können jederzeit Krampfanfälle bekommen oder Bewusstseinsstörungen. Glauben Sie mir, es gibt nur eine einzige Lösung. Sie müssen sich operieren lassen. Ich lasse mich aber nur operieren, wenn meine Familie dabei ist. Ihr Sohn ist doch da. Misud ist nicht mehr mein Sohn. Das kann doch nicht sein. Es tut mir so leid, Melanie. Warum denn? Ich habe eine sehr seltene Allergie. Und die macht, dass alle meine Organe versagen. Ich kann es einfach nicht glauben. Melanie, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir gehen in ein anderes Krankenhaus. Ein anderer Arzt untersucht dich. Das nützt doch alles nichts. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich hole jetzt Dr. Bernhard. Melanie. Okay, kümmere dich um sie, Petra. Melanie, bitte. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Doch. Bitte, Melanie. Sie. Ich mach schon. Sie haben mir doch versprochen, dass Sie meiner Mutter helfen. Schau mal, Melanie. Mann, ihr habt mir gerade ins Gesicht gesagt, dass sie stirbt. Das ist meine Mutter. Das ist der einzige Mensch, den ich hab auf dieser Scheißwelt. Das ist das Wichtigste in meinem Leben und sie nehmen mir das weg. Das ist ihre Schuld. Die ist hier hingekommen mit einer Hüftoperation. Die wollte nur eine neue Hüfte haben. Und jetzt stirbt sie. Nur weil sie kann noch nichts. Sie ist ein Versager. Es tut mir leid. Ich will ihr Mitleid nicht. Nicht von Ihnen. Was wolltest du denn so Dringendes sagen? Pfarrer Lohmeier. Was ist denn mit dem Pfarrer Lohmeier? Er ist Melanes Vater. Ist nicht der Ernst? Doch. Wir haben uns geliebt und das ist passiert. Pfarrer Lohmeier? Ja, er war auch sehr überrascht. Ich hab's ihm vorhin gesagt. Da hast du das die ganzen Jahre für dich behalten. Sein Leben ist die Kirche, die Gemeinde, das konnte ich ihm nicht kaputt machen. Das ist schon richtig, aber hast denn du nie an dich und an die Melanie gedacht? Doch, aber ich habe erst so spät gemerkt, wie schwer es ist, Melanie den Vater vorzuenthalten. Und dann habe ich gedacht, es ist zu spät. Ursula, ich will es ihr sagen. Es ist so heiß hier. Es ist nicht heiß hier. Das ist Ihr Tumor. Ach, Unsinn. Bleiben Sie bitte liegen. Ich habe Schweißausbrüche. Ja, das sehe ich. Es geht Ihnen schlecht. Deshalb bleiben Sie bitte liegen. Der Junge hat mich belogen all die Jahre. Kein Arzt. Mesut ist ein hervorragender Krankenpfleger und ein großartiger Rettungssanitäter. Fragen Sie mal all die 300 Leute, die er in den letzten Jahren gerettet hat. Aber er hat mich belogen. Und Sie auch. Die falsche Visite, ja. Aber das ist nicht Mesuts Schuld. Das war meine Idee. Und die von Schwester Henriette. Mesut kann nichts dafür. Und ich möchte mich bei Ihnen dafür entschuldigen. Das ändert nichts. Wir haben das gemacht, weil wir Mesut helfen wollten. Mir ist schwindelig. Ja, Ihr Blutzuckerspiegel ist stark gesunken. Ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen Glukose, dann geht's Ihnen gleich wieder besser. Danke. Wenn er aber so ein guter Mensch ist, wieso hat er seinen Vater belogen? Na? Weil er sich nichts mehr wünscht, als dass sein Vater stolz auf ihn ist.
Wollen Sie sich nicht doch hier operieren lassen? Hier auf gar keinen Fall. Ich habe genug von diesem Krankenhaus. Gut, dann muss ich Sie jetzt bitten, aus dem Bett aufzustehen. Ich muss das neu beziehen. Ich kann gehen? Ja, klar. Sie sind ein freier Mann. Wir können Sie ja nicht festhalten. Und wegen der Formalien sprechen Sie dann mit der Chefin. Das gebe ich Ihnen mit für den Weg. Aber... Geht's wieder? Entschuldigung. Reisinger. Ja, ja. Ja, die ist bei mir. Freilich. Sicher. Ja, Sie können sich verlassen. Ja, ist gut. Das war der Dr. Bernheimer, der macht sich Sorgen um dich. Dass ich mir lieber richtig Sorgen um meine Mutter gemacht. Schau, Mädel. Ich will, dass sie von einem anderen Arzt untersucht wird. Melanie, jeder Arzt wird dir das Gleiche sagen. Das glaube ich nicht. Kein Arzt der Welt kann deiner Mama jetzt mehr helfen. Deine Mutter, die ist richtig tapfer. Du bist doch ihre Tochter. Du musst jetzt auch tapfer sein, Melanie. Ja, aber sie glaubt, dass Gott das so will. Meinst nicht, wir sollten das bisschen Zeit, das uns noch bleibt mit ihr, sollten das jetzt nutzen? Ich glaube nicht, dass sie stirbt. Das verstehe ich, ja. Ich hab Angst. Ich schaff das nicht! Hast du noch viel zu tun? Ein bisschen. Die Tibia-Operation von Herrn Aigner. OP-Bericht. Ja, ich habe auch noch ein paar Akten von mir. Von all den Kollegen, die zu dem Kongress gefahren sind. Morgen habe ich meine erste Sitzung. Was meinst du? An meinem Psychotherapeut, Dr. Schrink. Ist doch großartig, dass der so schnell Zeit hatte. Ja, freut mich auch. Mama konnte es scheinbar nicht erwarten. Marie, ich habe noch mal nachgedacht. Ich finde, vieles von dem, was du gesagt hast, war richtig. Woher die plötzliche Einsicht? Ich hätte mich einfach nicht querstellen sollen. Ich hätte gleich auf dich hören sollen. Danke, dass du das sagst. Ich weiß auch wirklich nie, was mit mir los war, dass ich dich so unter Druck gesetzt habe und das Leben des Patienten zu gefährden. Das ist natürlich nicht in Ordnung gewesen. Du hast die Chance gesehen und sie ergriffen, ohne über die Risiken nachzudenken. Ja, ich war eben verzweifelt. Tut mir leid. Vielen Dank, dass du mit so einem Idioten zusammen bist. Vielen Dank, dass du mein Mann bist. Ich liebe dich. Ah, Henriette. Sag mal, hast du die Melanie gesehen? Die sitzt da drüben. Ach, dann ist recht. Oberschwester Ursula, Sie sehen schrecklich müde aus. Wollen Sie sich nicht ein paar Stunden hinlegen? Nein, das passt schon, Henriette. Ich möchte gern bei der Carola bleiben.
Freilich. Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott, Frau Reising. Haben Sie einen Moment Zeit? Aber bitte. Wie geht's, Frau Bonnet? Schlechter, Herr Pfarrer. Ich fürchte, es geht nicht mehr lang. Was geschieht denn jetzt mit ihr? Mit wem? Mit der Melanie natürlich. Wieso fragen Sie mich das? Carola hat mit Ihnen gesprochen. Herr Pfarrer, das Mädel braucht jetzt einen Halt. Woher weiß ich, dass ich ihr den geben kann? Ich hab's doch gerade erst erfahren. Ich weiß schon. Wir bräuchten jetzt Zeit. Aber als Christ ist es ihre Pflicht, der Mutter und dem Kind jetzt beizustehen. Ich weiß nur noch nicht wie. Bei Carola bleibt nicht mehr viel Zeit. Und das Mädel, das braucht jetzt seinen Vater. Heute Spätschicht. Schau mir doch einfach noch ein bisschen länger zu. Da findest du es von ganz alleine raus. Entschuldige, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Immer noch schlechte Laune wegen deines Vaters? Wow. Henny, sag mal, du bist heute aber auch extrem scharfsinnig, ne? Lass es nur bei anderen raus. Ich bin's ja gewöhnt, dass ich dein emotionaler Mülleimer bin. Es tut mir leid, entschuldige bitte. Ich bin voll Idiot. Extrem scharfsinnig. Und Henny, das mit meinem Vater, das macht mich total fertig. Okay, da hilft nur eins. Stolz wegstecken und noch einmal auf den alten Mann zugehen. Tja, das sagst du so leicht. Na, nicht leicht. Ich habe deinen Vater kennengelernt. Ich weiß, was er für ein Kaliber ist. Na, wenigstens etwas. Du musst den richtigen Moment abpassen und nicht auf stur schalten, sonst war's das. Okay. Dann werde ich morgen noch mal auf ihn zugehen und mit ihm sprechen. Und zeig ihm, dass du ihn verstehst. Ja, aber wie? Schau, du hast ihn wirklich verletzt. Zeig ein bisschen Demut und flipp nicht gleich aus, wenn er wieder austeilt. Ich habe mich damals in Carola verliebt, auf dem Kirchentag. Wir haben beide nicht darüber nachgedacht. Und dann war ich 2 Jahre in Indien. Ich wusste wirklich nichts von ihrer Schwangerschaft. Haben Sie nie was vermutet? Ich hab's geahnt. Dass ich Melanie aber aufwachsen sehen. Aber ich hatte Angst. Angst wovor? Dass Sie ihr Leben ändern müssen. Ach nein. Ja. Angst vor den Konsequenzen. In der Kirche, in der Gemeinde. Ein katholischer Priester mit Frau und Kind und das auf dem Land. Ich bitte Sie, das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Aber ich weiß doch gar nicht, ob ich das kann, ein Kind erziehen. Dann müssen Sie es halt lernen. In der Kirche kann ich so viel Gutes tun. Das habe ich gelernt. Da fühle ich mich sicher. Schauen Sie, Frieden. Die Melanie, das ist so ein wunderbares Mädel. Die braucht jetzt eine Sicherheit. Und die müssen Sie ihr geben. Melanie braucht eine Familie. Vielleicht soll ich mit jemandem aus der Gemeinde sprechen. Ja, freilich. Wasser predigen und Wein trinken. Sie wissen selber am allerbesten, dass das der falsche Weg ist. Herr Lohmeier, Sie müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Und Angst ist da ein schlechter Ratgeber. Sie sind jetzt die Familie von der Melanie. Thank you.
Schwester Petra? Bernheimer hier. Ich weiß von der Oberschwester, dass Sie sich um Melanie Brunneck kümmern wollten. Nein, ich wollte nur wissen... Ich wollte nur wissen, wo... Bei Ihrer Mutter, ja. Nee, ich wollte nur nicht, dass sie allein ist. Dankeschön. Herr Kollege. Herr Kollege. Herr Barin. Die Sache mit Frau Brunneck. Ja, es wird immer wieder Sachverhalte geben, die so spezifisch und ungewöhnlich sind, dass wir sie nicht erkennen. Ja. Haben Sie recht. Ist ja morgen auch schon nur die Sache mit Frau Brunneck. Dr. Bernheimer, Sie haben sich da wirklich nichts vorzuwerfen. Ja, vielleicht. Das kann schon sein, aber ich meine, einfach so zur Tagesordnung übergehen ist dann doch auch ein bisschen wenig, finden Sie nicht? Ich meine, so einen tödlichen Fehler, den muss sich doch ein Arzt merken. Das schult die Demut, glauben Sie mir. Sie wissen, dass wir Ärzte manchmal machtlos sind. Großartig. Darf ich mir den merken? Irgendwie bin ich heute nur von Philosophen umgeben. Guten Tag, Herr Adja. Guten Tag. Ich bin Johanna Lindner, die ärztliche Direktorin der Klinik. Die oberste Chefin hier? Sozusagen. Und dann kommen Sie persönlich zu mir? Ja, warum nicht? Herr Adja, wir alle sorgen uns sehr um Sie. Auch weil Sie der Vater eines sehr geschätzten Kollegen sind. Moment, Kollegen, aber... Mein Sohn ist doch kein Arzt. Das spielt doch keine Rolle. Er ist einer unserer besten Mitarbeiter. Er ist immer voll im Einsatz auf dem Rettungswagen und hat etlichen Menschen schon das Leben gerettet. Abgesehen davon ist er ein ganz reizender Mensch. Sie können stolz auf ihn sein. Er wünscht sich, dass Sie wieder gesund werden. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Also, wir sorgen uns wirklich um Sie. Frau Dr. Jung und ich würden Sie gerne operieren. Haben Sie darüber nachgedacht? Ich mache die OP. Warum nur, Vicky? Warum? Ich weiß es nicht. Vor 3 Wochen war ich noch mit meiner Mutter im Meran. Und sie war so stolz auf mich, weil ich eine 1 in Mathe geschrieben habe. Auf so eine Idee wäre meine Mutter nie gekommen. Wir sind jedes Jahr in Südtirol. Wir waren jedes Jahr in Südtirol. Deine Mutter liebt Melanie. Aber wie lange denn noch? Dein Vater hat so vielen Menschen geholfen. Warum versagt er bei meiner Mutter? Die Kette hat sie mir geschenkt. Die ist schön. Aber die hat sie jeden Tag an, sogar unter der Dusche. Sie hat in Gott vertraut. Was hat's gebracht? Es tut mir so leid. Haben Sie Schmerzen? Kann ich sonst irgendwas Blödes für Sie tun? Danke, Doktor. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Thank you.
froh, dass Herr Ajar sich jetzt doch für die Operation entschieden hat. Ja. Sehen Sie das an der Aorta? Oh ja. Das Insulinum liegt gefährlich nah am Pankreaskopf. Glauben Sie, dass wir es trotzdem entfernen können? Es könnte schwierig werden. Ruhe bewahren. Kommt das ganze Blut her? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Saugen! Sofort. Überholt. Wir müssen das verdammte Blut wegbringen. Wie sind die Werte? Gerade mal stabil. Natürlich. Ich muss dazu nur schnell zum Auto. Ja, aber beeil dich. Wird nicht mehr lang. Ich bin gleich wieder da. Melanie. Du musst jetzt sehr stark sein. Bitte, Mama. Hör mir zu. Ich bin dir all die Jahre eine Antwort schuldig geblieben. Ich will gar nicht mehr wissen, wer mein Vater ist. Ja. Du sollst bei mir bleiben. Und wenn ich fort bin, dann brauchst du jemanden, der für dich da ist. Ich wollte es dir schon so oft sagen, aber dann hat mich immer wieder der Mut verlassen. Johannes ist dein Vater. Pfarrer Lohmeier, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ach, doch. Wir haben uns geliebt, aber wir hatten keine Chance miteinander. Aber wieso hast du... Warum habt ihr mir davon nie was gesagt? Ich habe es ihm auch nie gesagt. Ich war feige. Ich hab Angst gehabt, dass unsere kleine Familie auseinanderbricht. Aber ich verstehe das nicht. Er war doch immer um uns rum. Ja, ich weiß. Ich wollte mich nicht in sein Leben einmischen. Bitte verzeih mir. Ich muss jetzt raus. Was ist das exakt? Maria? Freilich, Marie. Noch was? Was brauchst du, Carola? Ich würde gerne das Ave Maria. Bringst du da gleich her? Gib's im Schwesternzimmer. Ja. So, bitte. Mesut, hier bist du. Was gibt's denn? Es geht um deinen Vater. Karin, ist okay. Ich hab's Henriette schon gesagt. Ich rede morgen mit ihm. Mesut. Ich weiß, er ist stur und er will sich nicht versöhnen, aber Mesut, was soll ich hör mir machen? Zu. Was denn? Dein Vater ist im OP. Was? Es gibt Komplikationen. Saugen. Ja. Was ist da drum los? Ich weiß es auch nicht. Wahnsinnig. Ich hätte mit ihm reden sollen. Jetzt beruhig dich. Karin, wenn ihm jetzt was passiert. Ich habe vorhin mit ihm geredet. Und ich habe ihm gesagt, was für ein toller Mensch du bist. Er sieht das genauso, glaub mir. Dein Vater ist so stolz auf dich. Auch wenn er das nicht zeigen kann. Ich sag das jetzt auch nicht nur, um dich zu trösten oder so.
Ich meine das ernst. Dein Vater hat ganz viele Gründe, um stolz auf dich zu sein. Ich bin froh, dass du da bist. Hier, wenn du mich brauchst. Gestorben? Nein. Es hat sich nur das Kabel gelöst. Mein Junge. Schön, dass du da bist. Aber Shakira, ist alles gut gegangen. Ich hätte das nicht machen sollen. Schon gut, schon gut. Verzeih mir, ich wollte dich nicht enttäuschen. Ich wollte es wirklich nicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Ich wollte doch nur, dass du stolz auf mich bist. Mesut, du redest viel zu viel. Beichte ablegen muss, dann ich. Ist alles gut, so wie es ist. Es ist unsere Tochter. Sie ist ein wunderbares Kind. Diese heilige Salbung
helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes, des Vaters und des Sohnes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf und führe dich zum ewigen Leben.